Zeitmanagement als Unternehmer ist Schwachsinn. Was du wirklich brauchst, erfährst du in diesem Video. Viel Spaß dabei. Mein Name ist Bastian Schmidt und ich halte Agenturen und Berater verantwortlich für ihre Ziele, sodass sie die nächsten Millionen schneller erreichen. Eine Sache ist Fakt, die wichtigste Fähigkeit für 2023 und die folgenden Jahre ist, eine extrem schnelle Umsetzungsgeschwindigkeit zu haben. Speed of Implementation, so die Dinge, die du lernst, von denen du weißt, dass sie dich voranbringen, die auch wirklich in die Tat umzusetzen. Jetzt wirst du vielleicht sagen, ja, ich arbeite voll viel, ich bin 12 Stunden im Büro, 16 Stunden arbeite ich, whatever. Fakt ist, du musst dir eingestehen, dass du nicht so produktiv und effizient vorgehst, wie du es eigentlich könntest, weil du die ganze Zeit versuchst, alles zu managen. Zum Beispiel, deine Mitarbeiter kommen ständig rein, Kunde macht irgendwie Probleme, das Telefon klingelt, du hast eine Zettelwirtschaft. Am Ende des Tages hast du immer dieses Gefühl, oh, jetzt habe ich doch nicht alles geschafft, es geht doch noch mehr. Immer dieses Gefühl von mehr. Weißt du, was das für ein Problem ist? Das ist ein Problem deines Zeitmanagements, weil du kannst Zeit nicht managen. Zeit gibt es gar nicht. Zeit ist ein ausgedachtes Konstrukt. Aber was du managen kannst, ist dein Leben. Oder willst du so weitermachen? Du fragst dich die ganze Zeit, was ist der Hebel? Was ist der nächste Hebel? Aber stagnierst seit Monaten, vielleicht sogar seit Jahren an der gleichen Stelle. Und dann sagst du noch nach außen, ja, es läuft ja super. Ich hatte dann und dann meinen Rekordmonat. Ist doch auch schon wieder Monate her. Warum machst du dir selber was vor? Warum hast du so ein großes Ego? Das bringt doch alles gar nichts. Du musst dich nicht profilieren. Nur weil du links und rechts siehst, wie die Leute an dir vorbeiziehen, einen Award nach dem anderen bekommen, heißt das nicht, dass du schlechter bist, wenn du zugibst und auf dem Boden der Tatsachen bleibst. Du sollst dich nicht größer machen, als du bist. Sei einfach radikal ehrlich, weil das ist der Standpunkt, wo du Wachstum erzielen kannst. Ja? Du musst diesen Standpunkt aber einmal für dich selber klar haben. Du musst mit deinem Ego klarkommen und sagen, hey, das ist vielleicht gar nicht alles so geil, wie ich mir das gerade denke. Und da bringt es auch nichts, im Außen die ganze Zeit zu versuchen, dich zu managen oder den goldenen Hebel zu suchen in Sales oder Marketing, weil da wirst du ihn nicht finden. Vielleicht bist du der Hebel. Du bist das Problem, aber auch die einzige Lösung. Und das ist das Geile daran. Du kannst dich ja trainieren. Du kannst deine Fähigkeiten ausbauen, deinen Charakter stärken, deine Persönlichkeit trainieren. Denn bevor dein Business auf die nächste Stufe kommt, muss deine Identität es vormachen. Oder willst du die nächsten Jahre noch 16 Stunden arbeiten oder so Pseudo-Performance betreiben? Ja, Hauptsache lange im Büro zu sein. Wenn mir jemand sagt, dass er 12 Stunden im Büro ist, dann frage ich ihn, was er da macht. Was machst du da? Wie ineffektiv bist du eigentlich? Was ist mit deinem Privatleben? Wann gönnst du dir mal wirklich was? Wann hast du auch mal was von deinem Business? Bringt dir dein Business wirklich was? Oder ist das einfach nur so eine Genugtuung, so im Sinne von, ja, ich mach was, ich bringe es voran, aber wenn du wirklich eingestehst, geht es immer nur so. Ah. Ich will auch gar nicht sagen, dass es nicht läuft. Es läuft ja bei dir. Du verdienst auch genug Geld und du hast ja auch schon das ein oder andere Toy geholt. Aber wie viel geiler könnte denn dein Leben sein? Und wie viel Schmerzen willst du noch aushalten? Warum verkriechst du dich in so einem goldenen Hamsterrad und bist dann auch noch stolz darauf, das zu sagen, wie viel du arbeitest? Wann bist du mal mit deiner Leistung zufrieden? Wenn so viel Potenzial in dir steckt, warum nutzt du es dann nicht vollständig? Wann bist du endlich dort angekommen? Wann soll es mal geil werden? Wann sollst du mal dieses Gefühl von angekommen haben und nicht immer so dieses Getriebene und mit den eigenen Emotionen nicht so richtig klarkommen. Du musst also lernen, dich zu strukturieren. Du musst schauen, dass du Systeme in deinem Unternehmen hast. Und ich rede jetzt nicht von Prozessoptimierung, sondern du für dich. Wie managst du dich selber? Wie organisierst du dich? Wie trainierst du wirklich dein Mindset? Ist das so beiläufig oder sind das ein paar Coaching-Videos, die du guckst? Oder gehst du mal wirklich in die Tiefe? Machst du mal eine Analyse von deiner Persönlichkeit? Da rede ich auch nicht von 16 Personalities oder so, sondern wirklich, wo du mal einen 60 Seiten Report darüber bekommst, wo innere Konflikte sind, wo Spannungspotenzial ist, wo du Dinge besser machen könntest und wie du die dann auch genau trainierst, wie du dich quasi optimierst in der Rolle, in der du bist. Analysieren, optimieren, umsetzen. Das sind die drei Hebel, die wirklich Impact haben. Und jetzt kannst du auch sagen, ja, mache ich ja schon, aber wer hält dich dafür verantwortlich? Wer sagt dir bei Ausreißern am Tag, dass du das nicht so machen sollst, sondern lieber dich darauf fokussieren? Wem bist du Rechenschaft schuldig? Und wenn du jetzt sagst, ja, ich habe doch hier einen Geschäftspartner, ja, ihr mindfuckt euch doch gegenseitig. Oder ja, ich habe mit einem Kollegen, den rufe ich manchmal an. Ja, das machst du doch auch nur, weil du dich vor Vertrieb drückst. Du musst es doch mal wirklich klar haben. Business muss kein Hustle sein. Du musst nicht so lange arbeiten, um ein paar 100k im Monat zu machen. Es geht einfacher und du kannst das Leben jetzt schon genießen. Du kannst jetzt schon richtig Bock drauf haben. Aber dafür musst du dich öffnen. Deine innere Welt, die hat Respekt verdient. Wenn du dich jemandem öffnest und dann wirklich die Hebel mal freigeschaufelt werden, die man dann auch betätigen kann, sodass du nicht nur dich optimierst, sondern dann auch dein Business. Weil alles, was du im Innen änderst, wird sich auch im Außen widerspiegeln. Und ich
ich hatte mal mit einem Freund von mir gesprochen, er ist bei Oetker Fondsmanager und er hat mir ein Sprichwort gesagt, das fand ich sehr, sehr geil. Und zwar Freiheit vor Bequemlichkeit. Wenn du bequemlich bist, dann machst du halt die Dinge, die du immer schon so gemacht hast. Darunter kann auch zählen, viel und hart zu arbeiten. Bequemlichkeit hat jetzt nichts damit zu tun, nicht hart zu arbeiten, sondern Bequemlichkeit hat was mit der Komfortzone zu tun, da wo du dich sicher fühlst. Und wenn du dich gerade damit sicher fühlst, viel zu arbeiten, weil du dann das Gefühl hast, zufrieden mit deiner Leistung zu sein und dein Business voranzubringen, dann heißt das noch lange nicht, dass du damit auch frei wirst, dass du wirklich ein geiles Leben führst. Weil Freiheit vor Bequemlichkeit heißt auch, dass du mal Dinge machst, die unbequem sind, um dann auch diese Freiheit zu bekommen. Und unbequem ist vor allem, sich zu öffnen. Wirklich mal herzugehen, sich wirklich jemandem anzuvertrauen und herzugehen und zu sagen, hey, das und das und das beschäftigt mich wirklich. So und so und so gehe ich mental mit den Sachen um. Das und das und das sind meine Muster. Und das weißt du ja vielleicht auch selber alles nicht. Das heißt, bei mir im Coaching läuft es so ab, dass man am Anfang mal eine richtige Analyse macht. Eine richtige Performance-Analyse, wo man eins zu eins auf dich eingeht, auf deine Situation, auf dein Business, auf deine Person, auf dein Leben. Denn Privat und Business kannst du nicht trennen. Dann anhand dieser Analyse auch die Bereitschaft zu haben, wirklich zu wachsen und echtes Wachstum auch wahrzumachen. Und das nicht nur in der Theoriewelt, wie die ganzen Persönlichkeitsentwickler da draußen, sondern wirklich umzusetzen und dafür verantwortlich gehalten zu werden. Dass du wächst, dass deine Mitarbeiter wachsen, dass dein Business wächst, dass alles einfach geiler wird. Und das kannst du eins zu eins machen. Und wenn du da Bock drauf hast, dann buch dir dein kostenfreies Erstgespräch auf umsetzer.de. Dann schauen wir uns eins zu eins deine Situation an. Also wenn du dir sicher bist, dass mehr in dir steckt, dann komm zu uns. umsetzer.de. Wenn dir das Video gefallen hat, lass einen Daumen da, schreib gerne einen Kommentar oder schau die anderen Videos. Viel Spaß dabei.